Unter dem Motto "Es lebe der Friedhof" konnte man sich auch in diesem Jahr auf dem Frankfurter Hauptfriedhof über alles rund um das Thema Beerdigung und Trauerarbeit informieren. Ein Angebot der Trauerbegleitung ist das Trauerzentrum Frankfurt, wo Menschen, die einen Verlust erlitten haben, Hilfe finden können. Ja, das sind Menschen, die nahen Angehörigen verloren haben. Die können zu uns kommen im Einzelgespräch oder auch in Gruppen. Und bei den Gruppen differenzieren wir dann halt noch nach dem Todesfall. Also ist der Partner gestorben, ist das Kind gestorben, ist Vater oder Mutter verstorben. Die kommen nicht zusammen in eine Gruppe, sondern das wird differenziert. Da das Erlebnis für jeden und auch das soziale Umfeld für jeden Trauernden unterschiedlich ist. Mitglied in so einer Trauergruppe ist seit 2 Jahren auch Brigitte Leon. Ich habe vor 3 Jahren meinen Mann verloren, der einen nicht ganz leichten Tod gestorben ist. Und arbeite daran immer noch hart. Nach dem Tod ihres Mannes fühlte sie sich müde, angestrengt und auch körperlich immer schwächer, sodass der Alltag kaum noch meisterbar erschien. Und das hat mir Sorgen gemacht, das hat mir Angst gemacht. Und da habe ich gelernt, dass das einfach mit dazugehört. Das ist nicht nur mir so gegangen, sondern allen anderen auch. Und die Frau Artwein, die ausgesprochen erfahren ist in dieser Hinsicht, ja, hat völlig ruhig und auch substanziell und begründet erklärt, warum das so ist. Und das ist mir plötzlich klar geworden, dass diese seelische Auseinandersetzung mit einer völlig neuen Situation und diese Einsamkeit, die man auch empfindet, dass die natürlich auch körperlich sich bemerkbar machen muss geradezu. Trauer ist ein ganz normaler Prozess. Wenn jemand nahe gestorben ist, dass ich dann traurig bin, dass die Gefühle Achterbahn fahren, dass es mir nicht so gut geht, das ist ganz normal, gehört nicht zu einem Krankheitsbild, aber für viele Menschen ist es eventuell das erste Mal, dass sie nicht wissen, was an Gefühlschaos auf sie zukommt. Von daher ist es ganz gut, in der Gruppe mit Gleichbetroffenen zu sein, um sich das auszutauschen, ja, mir geht's auch so oder bei mir ist es ähnlich. Und dann da auch ein Stückchen Normalität kennenzulernen, was in der Trauerverarbeitung alles passieren kann. Um das den Teilnehmern näher zu bringen, arbeitet die Diplom-Sozialarbeiterin mit der Methode des Psychodramas. Ja, das Psychodrama ist eine kreative Methode. Und ich finde, es motiviert dazu, sich selber dem Problem zu stellen, auf eine Art und Weise, die so eine indirekte irgendwie ist. Ja, also da wird nicht gesagt, ich bin sehr traurig und ich kann nicht mehr und all diese Sachen, sondern es wird spielerisch, erfährt man plötzlich über sich, meine Güte, ich bin ja am Boden. Oder nee, hier geht es mir doch eigentlich schon wieder ein bisschen besser. Oder da sehe ich heute zumindest eine Perspektive oder ein bisschen Sonnenlicht, so wie jetzt gerade. Ja. Im Gespräch mit anderen Betroffenen kann außerdem eine ganz besondere Verbindung entstehen. Ich habe viel Hilfe und Unterstützung von Freunden und Familien bekommen, aber keiner konnte wirklich gut nachvollziehen, in was für einer Situation ich steckte. Und das ist das Besondere an so einer Gruppe. Alle, die dort sitzen, stehen in der gleichen Situation und das verbindet kolossal. Und ich habe so das Gefühl, dass man sozusagen seine Bedürftigkeit nach Aufmerksamkeit oder auch dem Teilen dieses Traurigseins, ja, und dieses Neufinden von Perspektiven, dass man das am besten teilen kann oder besprechen kann mit Leuten, die selber in so einer Situation sind. Das ist der erste neue soziale Kontakt wieder, nachdem der Trauerfall passiert ist. So lernt man auch, mit den anderen zusammen die eigene Trauer mit all ihren Facetten hinzunehmen. Und das hilft, weiß Brigitte Leon. Und dieses alles sozusagen einzuarbeiten und zu sagen, das ist normal so und das ist gut so und das gehört zu diesem Prozess dazu, gibt Ruhe. Mir hat es jedenfalls Ruhe gegeben. Das muss ich schon sagen.